Wie geht es eigentlich, Timmy Plays? Bruder, du checkst wirklich noch nicht, dass ich das wirklich nicht war, ne? Ich find's trotzdem lustig. Top 7 Swipe im Sellout-Stream. Ich darf nichts sagen, Jungs. Glaube ich zumindest. Ich darf nichts sagen. Ich muss jetzt wirklich jetzt ist die Zeit, dass ich wirklich meine Fresse halten muss. Ich darf nichts sagen, Jungs. Ihr werdet nichts rausgequetscht bekommen. Ich schweige. Warum ist aber dein Bild so dunkel? Check ich auch nicht, Digga. Digga, warum bin ich der dunkelste? Ich bin so Troll Despair. Troll Despair bei mir. Weil erster Tag raus. Ja, genau. Je heller das Bild ist, so länger hat die Person durchgehalten. Boah, oh mein Gott. Oh mein Gott, stimmt, wir könnten noch den Content jetzt noch länger ziehen. Wollen wir schon mal in die Kommentare reingehen? Hey Leute, ich bin's. Komm, wir gehen Kommentare rein, ja, Mann. Das hat ja wirklich niemand mit gerechnet, dass Hugo dabei ist. Was für eine Überraschung. Warte, ich sortiere nach Hugo. Pass auf. Ich scroll ein bisschen runter. Hugo, du musst doch Fritz anrufen wegen allen Streamern, ein Kompliment geben. Ich hab Fritz nicht als Kontakt. Also wirklich nicht. Ich hab Fritz wirklich nicht als Kontakt. Retalk. Die einzigen Kontakte, die ich hab, sind, glaube ich. Ja, Digga, Retalk, ich sag gar nichts zu Seven's Right. Ich hab wirklich Angst, dass man durch jede einzelne Mini-Information, die ich jetzt irgendwie sage, irgendwas herausfinden kann, obwohl es Bullshit ist. Ich hab trotzdem Angst einfach. Okay. Ich gebe Hugo ein. Hugo. Oh, 79 Einträge. Auf Joey Vogel, Sandra, Hugo und auch Jula bin ich sehr gespannt. Hugo underrated, der wird sich mit Willenskraft durchkämpfen. Wow, Party mal. Bra. Hugo hat uns alle angelogen. Digga. Hugo kam sehr unerwartet. Besser kann ich werden, Sandra und Hugo Goats. Hugo war so klar, haha. Bin ja mal gespannt, wie Hugo da. Ey! Die hält mich, Digga! Die hält mich! Bis jetzt kein Hate-Counter, gar nichts! What the fuck? Okay, weiter. Quote ist gerade gut, Quote ist gut. Rage-Gefahr, danke für die 5 Gifte Subs. Dankeschön, bra. Dankeschön. Okay, weiter. Hugo wird das rocken. Ah! Gustav! Dankeschön. Okay, weiter. Joey Vogel, Sander, Joey Kelly, let's Hugo, Stefan, Zweil. Hey, Bruder, warum schreibt er da mal alles? Na, warte, ich muss noch einen Tweet machen. Hab vergessen, einen Tweet zu machen. Was schreibe ich? Ich bin bei Seven vs. Wild. Juhu. Hey. Let's Shrader hat einen Resub im dritten, dankeschön. Was hier? Yo, this new shader pack is sick. Oh yeah, I gotta try it. I wonder if my PC can handle shaders. Wait, what's that noise? Like, my PC! Okay. Oh my PC! Bro, what the fuck? Okay, weiter! Wir schauen weiter. Uwe war für mich die größte Überraschung. Ja, okay, ist kein Hate-Counter. Bei Clown denke ich direkt immer, der beleidigt mich jetzt, aber. Ah. War klar, dass Uwe dabei ist und Julia auch klar. Ich mag die beiden sehr, sehr doll. Bloß es war so cringe, wie sie das verheimlichen wollten. Digga, ihr checkt nicht. Unser Mund wurde zugeklebt. Digga, hätte ich irgendwas gesagt, ich wäre in geisteskranken Problemen verwickelt. Retalk. Ich musste wirklich meine Fresse halten. Ich konnte nichts sagen. Auch wenn es obvious war. Auch wenn es komplett obvious war. Ich durfte nichts sagen. Digga, ich habe Verträge unterschrieben, Bro. Ihr wisst nicht. Ne? Okay, weiter. Hätte statt Hugo lieber Ronny Berger da gesehen. Ist das ein Hate-Kommentar? Nee, oder? Ja, es ist einfach seine Meinung. Das akzeptieren wir. Ist okay. So werde es wegen Sandra und Hugo nicht schauen. Schade. Ah, Digga, Real Talk. Ich habe mit Sandra, wir haben schon ausgemacht, die
die Personen, die wahrscheinlich den meisten Hate abbekommen, sind ich und Sandra. Das ist schon vorprogrammiert. Haben wir schon besprochen. Digga, das ist... Egal. Die sollen alle Fresse halten. Retalk. Sehr geiler und überraschter Cast, auch wenn ich Sandra und Hugo gar nicht kenne und einschätzen kann. Oh, ist okay. Aber okay. Ach, Hugo, was ein Wunder. Sandra und Jula, wow, echt der Hammer. Und auf Hugo freue ich mich auch am meisten. Ich freue mich so hart, ey. Boah, freut mich. Geil, Digga. Wow, ey, Digga. Okay. Der Zug ist dabei. War's? Das hätte niemand erwartet. Geile Teilnehmer. Besonders freue ich mich auf Jula, Joey Vogel, Hugo und Joey. Wow. Das Intro von Hugo, Alter, ich kann nicht mehr. Irgendwie war für mich die einzige Person, die klar war, dass sie dabei ist, Hugo. Warum? Warum bin ich der Einzige eigentlich die ganze Zeit? Digga, Retalk, das ist unfair, weil ich der einzige Streamer bin. Das ist unfair. Bro, alle anderen hatten keine Probleme damit, außer ich, weil ich die ganze Zeit live war. Ich musste mich die ganze Zeit dem Feuer stellen. Digga, jeder hat mich die ganze Zeit gefragt, bla bla bla, was soll ich machen? Ich sage, du hast das voll gut geheim gehalten, in Klammern, es war seit Tag 1 obvious. Ja, Mann, ja, was soll ich sagen, Schere ist oben. Bro, keiner hat so angeteasert, ja, weil sie nicht die Möglichkeit dafür haben. Also warum sollte man das in einem Video machen? Ich bin Stunden live am Tag. Weißt du jetzt? Dazu hätte ich nie was gedacht. Was? Hugo ist dabei, wer hätte das erwartet? Hugo wird das Ding carryen, sage ich. Oh. Dankeschön. Ey. Was machen Sandra und Hugo in dem Format? Ja, scheiß auf den. Die Clips von Hugo sind schon funny und schön, dass so viele verschiedene dabei sind. Boah, aber Real Talk. Ich sag, das ist das, was vielleicht die Staffel carryen kann. Digga, es ist wirklich... fucking random. Es ist so scheiße random. Und das war bei Staffel 2 auch so. Ja, so pipapo. Staffel 2 war auch pipapo random. Digga, die Teilnehmer sind wirklich... Als ich das erste Mal mitbekommen habe, wer mitmacht, was, by the way, sehr lange... Digga, ihr... Ich kann das erste Video hochladen. Also ich habe ein paar Videos hochgeladen. Und ich kann euch sagen, wann ich gefragt wurde, Digga. Damit ihr so ungefähr wisst, wie lange ich das schon geheim halte. Bro, ich wurde gefragt. Pass auf. Ich wurde gefragt. Snowtrip nach dem Friseurbesuch. So lange ist das her. Digga, Snowtrip, nachdem Wisdom Blams da war und uns die Frisuren so gemacht haben. Ich guck Instagram auf einmal, Fritz hat mir geschrieben. So lange ist das her, Digga. Das ist verrückt, Digga, und ja, mehr kann ich erst sagen, wenn die nächsten Videos online kommen. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Aber das war alles verrückt, Digga, das war alles verrückt. Okay, weiter. Julia, Hugo und Sandy, wie geil. Also Hugo braucht keine Angst haben, dass er Wildtiere erschreckt. Den wird das Orga-Team nachts noch hören, so viel wie der Bruder schreit. What the freak? Was geht bei Elon Musk ab? Geiler Screen. Digga, was? Was? Hier tänzende Tänzer und Waffen. Okay, W Tweet. Average Elon Musk Tweet, Digga. Hugo Joy Vogel hat 45 Minuten Video zu Samus White hochgeladen. Joy Vogel. Ich bin kein Beauty Model, das heißt, wenn ich einen Schlag gegen die Stirn bekomme. Boah, Digga, eigentlich muss ich auch. Ich muss eigentlich auch Video hochladen, ne? Das Ding ist, ich hab Angst, dass es keinen juckt. Ich hab wirklich überhaupt richtig Opfer-Videos gemacht.
Also wirklich richtige Opfervideos, Bro. Ich hab. Das, guck mal, das Ding ist, ich durfte mit Kai, ich durfte mit euch überhaupt nicht darüber reden. Und hab dann. Ich glaube, ich hab dann random auf Madeira irgendwie um 2 Uhr nachts oder so ein Video gemacht, wo ich einfach über meine Gedanken geredet habe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Digga. Also ich habe wirklich kein richtiges Video irgendwie gemacht. Ich habe nur so random Videos, keine Ahnung. Joey Kelly und Hugo sind meine Favoriten. Boah, Gänsehaut. Bin gespannt auf Sandra, Hugo und Julia. Hugo dabei, jetzt habe ich alles gesehen. Bin echt überrascht, dass Hugo dabei ist. Der hat das so gut geheim gehalten. Er gibt mir Props. Er gibt mir Props. Ironie? Nein, ist keine Ironie. Fresse. Mann, Bruder, fresse jetzt, Mann. War so klar, Hugo war jetzt Kontrast von Let's Hugo und Joe Vogel. Digga, das ist wirklich verrückt. Digga, Joe Vogel und ich. Bro, das ist krank. Hugo bei Service 2 von GTA. Hugo, ich kenne dich seit 4 Jahren, als du noch ein Furz warst und jetzt bist du da. Digga, das ist wirklich Gänsehaut-Moment, Digga. Bro, damals, keine Ahnung, Digga. Mit Stege um 4 Uhr nachts TS, wir haben über. Keine Ahnung, ich wasche meine Hände nicht geredet, Digga. Auf einmal, ich bin bei Samuels White gelandet. Tot. Gänsepenis. Wir haben die ganze Zeit über Schätze geredet. Digga, hast du das alles erzählt? Natürlich keinem, weil ich muss das ja geheim behalten. Natürlich habe ich mit keinem darüber geredet. Das will ich ja niemals machen. Rage gefahren hat wie 100 Bits, sag ich. Alter, es ist wirklich. Bro, kennt ihr dieses Bild, wo jemand seine Ketten so durchspringt? Warte mal, Handketten. Wisst ihr, was ich meine? Mann, ich weiß nicht, was ich dir beigeben soll. Hier ist. Keine Ahnung, was geht auch hier. So fühle ich mich nach dem Video von heute. So fühle ich mich, Digga. Ich bin befreit. Bro, stell dich vor, ich habe Handketten gerade an und ich mach gerade so und dann seht ihr noch so Einzelteile in der Luft. So fühle ich mich. Was sind deine Lieblingsmenschen? Okay, ich sag jetzt nicht, wem ich es gesagt habe, aber ich habe es keinem gesagt. Aber ich sag jetzt meine Lieblingsmenschen einfach, okay? Kevin. Wichtiger, Faisal, Fabo, Dominik, Wieland, meine Familie, Luca muss auch, Heiko, Stegi, Knossi, nein, also Knossi habe ich nicht angerufen, aber der wusste es auch wahrscheinlich. Verändert. Es wird einige von euch natürlich schockieren. Boah, das Ding ist, ich weiß ungefähr schon, was das Konzept ist. Also natürlich nicht von dem einen Homie, der 3 Wochen weg war. Das ist verrückt. Nein. Vertragsbruch. Nein. Der hat von mir kein Wort bekommen. Ich hab dem nichts gesagt. Ich war geschlossen wie ein Buch. Real Talk. Aber ich hab schon mal irgendwo mitbekommen. Und ich bin gespannt, wie die Leute das finden und wie ich es finden werde. Sehr, sehr sauber verändert. Digga, ich bin Real Talk so gespannt, wenn alles kommt. Digga, ich freu mich drauf. Hugo hat wirklich nichts gesagt, in Klammern, ich weiß alles durch ihn. Mann, halt deine Fresse jetzt, du weißt gar nichts von mir. Junge. So, weiter geht's. Keine Ahnung, was diese Staffel passiert, aber Hugo zieht das durch, da glaube ich fest dran. Julia kann sowieso alles, die Frau ist unfassbar. Glauben viele am Anfang wahrscheinlich erstmal gar nicht. Bei Sandra bin ich echt, ja, wie gesagt, ich sag nichts. Ich halte meine Fresse, oder? Mein Mund bleibt geschlossen. Ich bin hier, Schweigefuchs. Okay, hier. Hugo, naja, was soll man sagen? Den Knossi wird er nicht schaffen, dass ihn mega viele unterschätzen und er reißt voll ab.
sehe ich hier wirklich nicht. Aber zumindest überlebt er, hat er schon mal. Oder was? Er macht mich zum Hund. Du wirst auch sehen, mein Freund. Mensch. Du wirst sehen, du kleine Ratte. Er hat recht, ja. Ob er recht hat oder nicht, werden wir sehen. Spoiler, Mann, Bruder, ich werde die ganzen Monate, werde ich irgendwas sagen und ihr wisst nicht, was stimmt. Ich bin an Stunde 1 raus. Halt ernst, naja. Also, Hugo hätte man sich sparen können, der schafft eh keine 24 Stunden ohne Minecraft. Hugo ist crazy Entscheidung, aber bin gespannt. Boah, Digga, ich bin richtig gespannt, wenn die Folge online kommt, wie die Leute, die mich nicht kennen, wie die mich finden, Digga. Boah, ich glaube, die werden mich richtig, die werden sagen, ah, Digga, den skipp ich. Ja. Wie hat Hugo das überlebt? Ja. Und jetzt auch noch Hugo, Bruder, absoluter Meme. Hey! Bruder, hab mich auf Staffel 4 gefreut, kann aber nicht schauen, weil Hugo dabei ist. Ah, ja. Da kann man die Staffel nicht mehr schauen. Geht nicht mehr. Versteh ich. Versteh ich, Stefan. Versteh ich. Giraffen vielleicht, danke, Reese, am wichtigsten. Dankeschön. Hab dich nie verfolgt, aber bin gespannt, wie du dich geschlagen hast. Dankeschön. Digga, Sandra ruft mich an. FaceTime. Boah, Bruder, ich hoffe, die checkt, dass ich streame. Yo! Ey, ich streame, ne? Muss ruhig sein. Achso, okay. Okay. Was geht's? Digga, Hugo, dürften wir schon was erzählen? Oder? Nein, gar nichts. Okay. Gar nichts. Digga. Ey, hast du dir schon Kommentare durchgelesen? Ey, ich bin gerade dabei, ich habe gerade Hugo in Suchleiste eingegeben, ich schaue mir gerade alles an. Aber bis jetzt 70% positiv, 30% negativ. Geht's? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist glaube ich 100% negativ. Ja, Digga, werden wir sehen. Nee, bei dir, also wir waren sehr oft in einem Satz zusammen und da waren viele, die meinten, feiern sie. Retalk. Okay, gut. Ich schwöre, bis jetzt das, was ich gelesen habe, ist so, ja, Selfie Sonne, die skippe ich dann, ne? Ja, bei mir waren auch viele, die meinten so, ja, Hugo, kein Bock, aber es waren auch viele, die meinten so sehr oft die Dreierkombo, Julia, du, ich, jo, feier ich, so, checkst du? Also waren viele dabei, die auch mögen. Okay, ey, viel Spaß im Stream noch, ich grüße deinen Chat? Ja, grüß meinen Chat. Ja, ey, grüße, ciao. Ciao. Ey, ich hab grad das erste Mal mit Evisandra gesehen. Ich war nicht, weißt du, was wollt, Jungs? Ich muss meine Platte wechseln. Tut mir leid. Guck, Reaktion von Kevin. Reagiert er gerade drauf? Ich glaube, da wäre es für mich dann jetzt persönlich nochmal so ein bisschen interessanter gewesen, mal nochmal den einen oder anderen zu sehen, was bei dem so abgeht. Aber ja, I don't know, ist cool. Einfach gerade von Joel Kelly, jetzt komm ich. Die Mission ist, ob er durchzieht, ich glaube, das steht außer Frage, aber wir wissen es natürlich noch nicht. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock, wieder Joey zu sehen. Ich hoffe, ihr auch und wir machen weiter. Hugo hat gesagt, er hat dir nichts gesagt. Er hat mir ein bisschen was gesagt. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie einen Vertragsbruch damit begeht, wenn ich sage, dass er mir was gesagt hat, aber er hat mir ein bisschen was gesagt, I guess. Aber jetzt nichts, nicht wer irgendwie wann irgendwo rausgeflogen ist oder irgendwie sowas. Gar nichts. Ich weiß nur, also wenn Hugo dabei ist, also you know, wir wissen es ja noch nicht. Denn? Bekannt geworden ist er durch Spiele wie Minecraft und Fortnite. Holy shit, was? Mittlerweile zählt er zu den erfolgreichsten Spielern Deutschlands. Bro. Stell dir vor, du bist so ein Survival-Guy, ja? Du sitzt da so, Bruder, du hast da ein verficktes Huntsman-Knife in der Hand, Bruder. Hast irgendeinen selbstgeschnitzten Löffel und isst damit gerade deine Nägel zum Frühstück. Guckst dieses Video und siehst ihn hier. Bruder, die Kommentare werden crazy sein, Bro. Nein, sag sowas nicht! Und er hier kommt. Minecraft und Fortnite. Mittlerweile zählt er zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Was geht ab, YouTube? Hol ihn mir ab! Digga, ich bin ehrlich, was sie da als Tobias benutzt haben, ist verrückt. Mit den Clips. Food Challenge. Die haben ihn gefickt, Digga. Die haben ihn gefickt, Bro. Die haben mich so gefickt.
Sein Zuhause ist normalerweise sein Livestream. Dieser Hurensohn, ich hasse ihn. Die hab ich gefickt. Mit gerade mal 21 Jahren wird er zum YouTuber bei Seven vs. Wild jemals. Die haben ihn gefickt. Die Kommentare werden ihn hassen, Bro. Für ihn auch nur ein Spiel ist. Die Kommentare werden ihn hassen, Bro. Oh mein Gott. Let's Hugo. Die haben ihn gefickt, Bro. Wir machen weiter mit dem Kontrastprogramm. Ihr habt es gerade schon gesehen. Hugo ist mit am Start. Ist ein Streamer. Er ist noch relativ jung und an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas naiv und manchmal lost. An der einen oder anderen Stelle? What the fuck, Bro? Ey, 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 beruhigt euch jetzt. Beruhigt nee, Mann, euch ey, jetzt mal ernst. Ich finde es extrem geil, dass er dabei ist. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich hätte ihn auch sehr gerne bei der letzten Staffel dabei gehabt. Ja, ich würde sagen, keinerlei Outdoor-Erfahrung. Ist aber ein sehr witziger Typ. Mann, ich will so gerne schon über die Staffel reden. Aber hier sehr gespannt, wie er sich dort draußen in der Wildnis schlagen wird. Ich bin wir so gespannt, Bro. Nummer 5. Imagine, er hat wieder abgebrochen. Bro, imagine. Jeder, der ihn kennt, weiß, was er drauf hat. Dann haben wir neues Futter für die nächsten Monate. Ja, mal gucken. Okay, wir machen Kommentare weiter. Nicht dein Ernst, dass du dabei bist. Bist ja super, ganze Staffel schon kaputt, schon kein Bock drauf. Ah, Michi, tut mir leid, dass ich die Staffel ruiniert habe, Bro. Tut mir wirklich leid. Du kannst nur hoffen, dass ich dann direkt rausfliege. Bro, tut mir leid. Weißt du, es tut mir wirklich unfassbar leid für dich. Es tut mir 0,0 gar nicht leid. Dann guckst du die Staffel nicht wegen mir. Es ist mir komplett egal. Ich stehe über dir. Ich stehe über dir, was mental angeht. Mir sind solche Kommentare nämlich egal. Mir ist sowas mittlerweile egal. Dann ist die Staffel für dich ruiniert. Ist mir egal. Ich bin auch nur ein Mensch. Lass mich in Ruhe. So. Monkey, danke fürs am 6. Was hat der Therapeut dir eingepflanzt? Ah, das war's, oder? Ne, ja, Hugo ist dabei. Das gibt es ja nicht. Hugo macht bei Servus White mit. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ne, Hugo weiß ich nicht. Der Rest ist super. Dann lieber doch nochmal Joris. Diese Staffel wird ordentlich vorgespult. Ja. Was so, sowas gibt's da? Ich muss wieder hier Facecam wechseln. Doch, lieber Joris, ist crazy, ja. Immer dieser Hugo, das kann ja schon nichts werden. Na, Digga, mit dem Profilbild, Alter, das ist crazy. Das Profilbild ist verrückt. Digga. Kim Crimson. Also Hugo wird alles falsch machen, was man falsch machen kann. Giftpilze essen, in Bärenhöhlen schlafen, eventuell den Feind abfackeln. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass er komplett durchzieht und dabei überhaupt nicht struggelt. Gänsehaut. Gänsehaut. No joke, mir fällt nicht ein, warum die so haten. Du bist so dumm, aber machst doch keinem was. Ja eben. Also ich fuck halt die meisten Rentner ab, aber ich mach ja keinem was. Ich habe ja keinem in die Fresse geschlagen oder so. So, Hampelmänner wie Hugo und Sandra zeigt nicht wirklich von Seriosität. Also, ich will, dass in Samus Mike nur Survival-Profis mitmachen. Larissa! Digga, ich lese nur Kommentare, um die alle wegzuerhalten. Ja. Was soll ich zu dir sagen, Larissa? Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Ah, der Zuge war bestimmt nach 2 Tagen raus. Was Hugo ist dabei, das hat keiner erwartet. Ja, Hugo, die fucking Legende, weißt du, das ist unglaublich. Hugo, die Legende, Hugo Love. Ey, aber ich sag ehrlich, Stand jetzt, Kommentare, ich sag sogar 80% gut, 20% schlecht. Bis jetzt. Aber mit der Zeit, wenn da, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt schon restarte, werden da wahrscheinlich schon andere sein. Hey Leute, ich bin's Fritz. Ich guck mal. Warte, ich mach mal Neueste. Larissa wird gepackt. Wo gucken wir jetzt?
Wenn er das nur wegen Hugo und Sander gucken, freue ich mich schon. Ey, Hugo wird safe durchziehen, ich glaube an ihn. Liebe, ich schaffe jetzt schon, wenn Hugo dabei ist. Oh, was, Hugo? Er hat dich nicht gedacht. Ja, okay, ist immer noch super süß. Ist geil. Luca, bist du bei mir da? Du kannst, wie ich die Kommentare vorlese, in einem anderen packen. Ne? Da hast du schon zwei. Sag doch. Ja, ich dachte, du checkst. Das ist krass. Das ist krass. Okay. So, Jungs. Aber jetzt habe ich etwas vorbereitet. Was wir heute noch machen. Beziehungsweise Kanjuji hat es mir auch sehr schön vorbereitet. Danke an Kanjuji an der Stelle. Und zwar schauen wir uns heute Scam-Werbungen an. Und werden die ein oder andere, werden wir so zusammen entscheiden, was wir uns davon kaufen.